Hallo, das ist Martina von Tricky Horse. Heute möchte ich euch etwas ganz Spannendes zeigen. Und zwar haben wir da ein Pferd, das ist der Louis. Der Louis ist zu uns gekommen als Rehabilit-Pferd. Das heißt, er ist 18 Jahre alt. Er hat, als er gekommen ist, nicht so gut ausgesehen. Also wenn ich euch die Fotos dann zeige, das kann ich auch einblenden. Er hat nicht so gut ausgesehen. Mittlerweile sieht er wirklich gut aus. Wir haben den Unterhalt schon ziemlich gut weggekriegt. Die Oberlinie schon relativ gut aufgebaut. Wir haben auch schon relativ viel Rückenmuskulatur auf. Wenn es noch lange nicht das ist, was es sein soll, ja, weil es steht da ganz schlecht da, relativ gut schon Muskulatur aufgebaut, aber noch immer haben wir ein Problem. Und zwar, wir haben jetzt hauptsächlich Bodenarbeit mit ihm gemacht und nur ein bisschen geritten. Und beim Reiten, er ist halt im Sport gegangen, ist irgendwann als unreitbar abgestempelt worden, weil er natürlich immer schwieriger geworden ist, weil er Probleme entwickelt hat. Das heißt, wenn man als Reiter ein Problem hat, dass das Pferd nicht durch den Galopp gescheit durchspringen kann, dass das Pferd widersetzlich wird, dass das Pferd irgendwelche Dinge macht, die es nicht tun sollte, dann Leute, dann lasst euch helfen, ja? Holt so einen Profi und nicht einfach glauben, ja, das wird schon, indem man den Sattel anpasst und dann passt schon und dann kann ich weiter so arbeiten. Dann müsst ihr eure Reitweise überdenken anfangen. Weil der Louis ist das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man dann einfach sagt, dann schnüren wir ihn runter. Ja? Weil dadurch baut sich dann das Pferd völlig falsch auf, spannt die falsche Muskulatur an und wird früher oder später kaputt. Das Schlimme beim Louis, der Sattelzwang ist bei ihm noch immer ganz, ganz heftig. Und ich möchte euch das gerne mal zeigen. Wir fangen einmal an nur mit einem normalen Pad, was er für Abwehrreaktionen zeigt, bis hin zu einem Reitpad, bis hin zu einem Sattel. Okay, fangen wir mal an. Das heißt, er kennt dieses Reitpad, also diese Satteldecke, das kennt er schon, deswegen ist das jetzt nicht mehr das anzuschauen. Und wenn ich das rauf tue, setzt sie sofort eine Abwehrreaktion. Sofort sagt er, das gefällt mir nicht, das will ich jetzt nicht haben. Im gleichen Moment schlägt und kaut er aber. Warum? Weil wir jetzt schon so viel Training gemacht haben und sie gesagt haben, komm, es ist nicht so schlimm. Deswegen haut es relativ auch gut hin mit Pads oder mit Lammfellsattel. Aber ihr werdet sehen, wie schlimm das dann mit dem richtigen Sattel wird. Ja? Das heißt, auf das Raufgreifen allein ist schon ein Problem. Seht ihr das? Schweifschlagen, Kopf hochheben. Ja? Am Anfang haben wir ihn nicht einmal auf dem Widerriss berühren dürfen. Also wenn ich ihn hier berührt habe, hat er sofortige Abwehrreaktionen gezeigt. Deswegen haben wir sehr viel an der Rumpfstabilität mit ihm gearbeitet, dass er sich hier berühren lässt. Aber wie wir sehen, alles was so drüber geht, führt bei ihm zu einer Abwehrreaktion. Seht ihr das? Ich glaube, das ist eindeutig sichtbar. Schauen wir uns an, wie es mit den anderen Dingen aussieht. So, jetzt probieren wir das gleiche mit einem ganz normalen Reitpad. Das ist einfach ein bisschen mehr Gewicht als die Satteldecke gerade vorhin. Und das klimpert auch ein bisschen. Und ihr werdet sehen, dass die Reaktionen werden noch schlimmer. Ja? Also ich schmeiße es jetzt einfach so, wie man es halt normales gelernt hat, aufs Pferd hinauf. Ja? Und ihr seht, er fängt sogar damit an. Das heißt, nur allein, weil es ein Pad ist, kommt er sofort in ein altes Muster hinein. Wo man sagen muss, Louis, es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Und da hat er auch recht, ja, weil er jahrelang die Scheiße sich geben musste von Leuten, die das damals nicht gelöst haben. Und jetzt natürlich muss ich das Ganze wieder irgendwie hinkriegen. Ich zeige es euch weiterhin. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht tritt. Ja. Das heißt, wenn ich einfach nur das da hinaufgebe, und herunter gefällt ihm gar nicht. Jetzt holen wir mal den Sattel. So, jetzt haben wir seinen Sattel geholt. Er hat diesen Sattel jetzt frisch von einer Sattelin angepasst bekommen. Sage ich danke, liebe Barbara von Alpenreiterei. Der ist jetzt frisch angepasst an den Louis mit extra viel Widerrissfreiheit. Er legt ihn auch sehr, sehr gut auf. Aber der Sattel führt wieder zu sehr viel alten Verhaltensmustern. Und ich zeige euch jetzt, beim Satteln, also wie gesagt, ich sehe es vielleicht nicht, wenn ich davor stehe, aber er überlegt auch zu treten. Also muss man natürlich aufpassen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich lege den Sattel auf, ist die Reaktion schon ziemlich heavy. Wie gesagt, also man muss aufpassen, dass er nicht tritt. Ja? Und es dauert ihn gar nicht. Allein diese Bewegung hier. Also da kann ich, seht ihr das? Also er überlegt dann auch zu treten. Diese ganzen Bewegungen hier, das hält er dann gar nicht aus. Ja? Also man muss auch aufpassen, dass er einen nicht beißt. Ja? Das wird dann bei den Leuten ignoriert, weil ja, der tut halt so, ja, dann machen wir mal einfach gar nichts und ignorieren das, satteln einen Gurten an und denken uns nichts dabei. Und das führt dann dazu, dass ein Pferd wie der Louis, der eigentlich wirklich, wirklich, wirklich toll ist, in seine alten Verhaltensmuster kommt. Wir machen jetzt mal den Sattelgurt zu, was eh nicht funktionieren wird, weil er ein bisschen knapp ist. Also ihr seht, jede Bewegung allein
führt schon zu einer Abwehrreaktion vom Pferd. Und er will auch beißen. Ja? Und das nehme ich ihm jetzt auch nicht übel, weil er ist ein extrem liebes Pferd und er sagt, wow, das halte ich nicht aus, das halte ich nicht aus. Das heißt, da kommt, ist okay. Da kommt so viel altes Zeug aus ihm raus, dass mir teilweise ganz ehrlich kotzübel wird, weil ich mir denke, wie lange musst du dieses Pferd so tragen? Ja? Bis der endlich einmal wohin gefunden hat, wo jemand sagt, du weißt das, Louis, wir gehen es in Ruhe an. Heute übrigens wird er geröntgt im Rücken, weil ich als Bereiter sage, wenn ich den Verdacht habe, dass was sein könnte, dann röntge ich. Also ich freue mich schon, dass er jetzt kommt, weil vielleicht können wir dann einiges lösen. Er sieht, er ist total angepisst und der Louis ist überhaupt kein aggressives Pferd. Überhaupt nicht. Das ist nur allein der Sattel. Also der macht ihm so einen Druck, ist okay, ist okay. Ja? Klar will ich nicht, dass der mich tritt und klar will ich auch nicht, dass er lernt, damit durchzukommen. Also wir haben ihn schon oft genug gesattelt, wo es dann auch gut funktioniert hat. Also ich zeige jetzt hier kein Satteltraining. Ich zeige euch nur die Abwehrreaktion, die ein Pferd zeigt, auf die man bitte rechtzeitig reagieren sollte, bevor das so weit kommt. Wenn ich jetzt nur runtergreifen will zum Gurt, seht ihr das? Also ich mache es noch gar nicht. Ja? Ich überlege es mir nur, da runterzugreifen. Da fängt er schon an und da muss man auch aufpassen, weil es gefährlich wird, weil da kann er dann richtig treten. Und allein nur das führt zu einer extremen Reaktion. Wie man das in den Griff kriegt, das kann man natürlich bei mir lernen. Weil ich zeige den Leuten dann schon auch, wie man das wieder so weit unter Kontrolle kriegt, dass das Pferd das nicht macht. Aber das ist jetzt kein Training, es ist nur ein Zeigen, wie Pferde oft reagieren auf alte Muster, auf alte Situationen. Und Leute, das sind Warnsignale, die müsst ihr wahrnehmen, weil das ist eigentlich der Oberhammer, dass ein Pferd so lange aushalten muss. Ich hoffe, ein paar Leute haben sich das angeschaut und denken sich, scheiße, das macht mein Pferd auch. Scheiße, vielleicht sollte ich die Martina von Tricky Horse holen. Und scheiße, vielleicht sollte ich das Thema mal angehen, als weiterhin zu ignorieren und reiten zu gehen, weil der muss geritten werden. Da kommt mir die Kotze hoch. Ja? Ich hoffe, dass ein paar Leute behirnen, was wir da eigentlich machen. Und dass auch euer Pferd das nicht durchmachen sollte, ein Leben lang. Weil das ist ziemlich geschissen und unfair. Okay, danke schön.